das Pony von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen von einem Wolf getötet und jetzt soll der Schutzstatus überdacht werden. Ja, willkommen zu einem meiner kontroversesten Videos. Wir quatschen drüber. Schnappt euch eine Tasse Tee, Kaffee und los geht's. Jetzt hat es sogar das Pony unserer Kommissionspräsidentin erwischt. Aber das ist ja nur die prominente Spitze eines Eisberges. Es geht um die vielen Weidetierhalter. Gut, also du sagst, das bringt alles nichts mit diesen Herdenschutzmaßnahmen. Das Einzige, was hilft, ist einen Wolf entnehmen, erschießen. Wir können einen Wolf nicht brauchen, wir brauchen einen Wolf nicht und auskritisch. Was also tun mit dem Wolf? Sobald die Kameras aus sind, wird mir immer wieder augenzwinkernd von der sogenannten 3S-Regel erzählt. Schießen, schaufeln, schweigen. Ja, moin ihr Lieben. Und das ist natürlich ein recht plakativer Einstieg, aber ich fand das jetzt wirklich sehr interessant, was da passiert ist, letztlich auf EU-Ebene. Und da geht es ja auch um persönliche Betroffenheit und was daraus auch folgt. Und deswegen möchte ich das als Anlass nehmen, mal darüber zu sprechen, wie solche kontroversen Debatten eigentlich auch entstehen. Und der Wolf eignet sich wie kein anderer dafür, um das mal offen zu legen. Und am Ende des Videos werde ich euch auch meine eigene Haltung und Meinung zu dem Thema darbieten. Aber wir werden jetzt auch erstmal den Weg entlang gehen, wie kommt man da eigentlich dazu und warum ist das eben auch ja, ein Thema, was sehr, ja, durchaus auch sehr hochkocht in der Gesellschaft. Und euch wäre deswegen vielleicht auch interessiert. Mich tut es oder mich interessiert es auch, weil es eben so gesellschaftlich interessant ist. Meine Viecher sehe, wenn die aufgefressen werden. Wo gibt es denn sowas? Die habe ich alle mit der Flasche großgezogen, auf Deutsch gesagt. Die habe ich ans Euter rangesetzt, habe ich großgezogen. Das ist ein Stück von mir selbst. Und die sollen von Wölfen aufgefressen werden? Krieg ich so eine Ader. Kein Wunder, dass der Wolf hier keine Freunde hat. Im Gegenteil. Ja, und das kann ich auch vorne wegschieben als Disclaimer. Ich habe jetzt gesagt, kontroverses Video von mir. Wird es wahrscheinlich aber auch sein, denke ich mal, auch wenn ich mich auf diesen Sachebenen da annähere, weil es immer so ist, dass zum einen die eine Seite sagen wird, ja ganz ehrlich, was du dann da am Ende verzapfst mit deiner Sprache und mit dem, wie du es da wiedergibst, oder dass man überhaupt darüber nachdenkt und darüber gesellschaftlich diskutiert, wie man mit Wölfen managementmäßig umgeht oder ob man sie abschließt, das ist grundfalsch. Ich werde es in diesem Video erklären, warum dieser Gedanke entsteht, aber der wird trotzdem entstehen, da hilft nichts. Und auf der anderen Seite wird es auch Leute geben, also so wie du dich da ausdrückst und wie du das hier machst, nimmst du die Ängste der Menschen und der Betroffenen überhaupt nicht ernst. Obwohl ich das in diesem Video behandeln werde, wird dieser Vorwurf trotzdem kommen und werden Leute das denken und eben auch so formulieren. Und das ist an sich auch völlig in Ordnung. Also ich kann damit leben, aber ich wollte es jetzt schon mal angesprochen haben. Also das ist tatsächlich kein Clickbait, das wird dennoch so sein, weil das ein Thema ist, was die Gemüter natürlich erhitzt. Und dann steigen wir mal ein. Was ist eigentlich das Thema? Ja, und bevor wir weitermachen, erzähle ich euch nochmal kurz, was es mit dem Pony und Ursula von der Leyen auf sich hat. Also anscheinend hat sie bzw. ihre Familie, die haben verschiedene Pferde in Niedersachsen. Und ja, Anfang September wurde eins dieser Pferde, ein Pony, von einem Wolf gerissen. Das Pony war natürlich eingezäunt, aber entsprechend nicht in einen Elektrozaun. Wir kommen dazu später nochmal zu der ganzen Thematik. Und ja, der Wolf, der ist mittlerweile auch zum Abschuss freigegeben. Das ist ein Wolf, der bereits 13 Tiere mindestens nachweislich getötet hat. Unter anderem eben Pferde, Rinder und auch Schafe. So, und jetzt weiter im Text. Als erstes kommen wir mal zum Schutzstatus der Wölfe in Europa. Und wir werden feststellen, das ist alles gar nicht mal so einfach. Die erste große Initiative in Europa, um Wildtiere auch wirklich zu schützen, war die Berner Konvention. Umgesetzt wurde sie schließlich in der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie oder auch immer FFH-Richtlinie genannt. Davon habt ihr sicherlich auch schon mal gehört. In der FFH-Richtlinie gibt es verschiedene Anhänge. Und da werden ja, letztlich die verschiedenen Wildtiere einsortiert. Da haben wir als erstes die höchste Schutzkategorie und das ist Anhang 2. Da packen wir Tiere rein, die einen sehr hohen Schutzstatus bedürfen. Und diese Tiere werden zum Beispiel durch Anhang 2 auch mit der Ausweisung von Schutzgebieten geschützt. In Anhang 4 haben wir letztlich immer noch einen sehr hohen Schutzstatus und diese Tiere dürfen grundsätzlich eigentlich nicht gejagt werden. Wir beachten mal das eigentlich. In Anhang 5 kommen letztlich Tiere hinein,
die auch einen Schutzstatus genießen, aber eben gemanagt bzw. gejagt werden können. Und ihr habt schon mitbekommen, da ist viel eigentlich und naja, so ungefähr mit drin, da die Mitgliedsländer bzw. die Unterzeichnerländer die Richtlinie sehr unterschiedlich umsetzen. Zum einen ist eine Tierart nicht in jedem europäischen Land im gleichen Anhang enthalten. Und nicht nur das, es gibt sogar auch regionale Unterschiede. Zum Beispiel haben wir in Spanien den Wolf, wo er auch vorkommt, im Norden von Spanien im Anhang 5. Das heißt, er kann dort rechtlich gesehen regulär gejagt werden. Und in anderen Regionen in Anhang 4. Also dort genießt er einen strengeren Schutz. Und wir sehen auch, dass der Wolf zum Beispiel in Polen in Anhang 5 ist, allerdings derzeit zum Beispiel nicht gejagt wird, obwohl er es rechtlich könnte. In Schweden wiederum haben wir ihn in Anhang 4, das heißt, er genießt einen hohen Schutzstatus und auch in Anhang 2 übrigens, wird dort aber regulär letztlich gejagt mit Quoten, wodurch da natürlich eine recht komplizierte und sehr verwirrende Situation entsteht. Wieso werden die nicht in einem gewissen Weise reduziert, oder man sagen nicht reduziert, sondern in einem kleinen Kreis gehalten, dass die sich nicht so riesig ausbreiten? Für mich muss der Wolf hier nicht existieren. Der soll dahin gehen, wo er hergekommen ist, von früher her. Und das habt ihr wahrscheinlich schon häufig gehört, in Deutschland wie auch in Österreich ist er bisher jedenfalls in Anhang 4 bzw. 2 gelistet. Das bedeutet, er genießt hier den höchsten oder den höchstmöglichen Schutzstatus in Europa. Aber selbst bei Anhang 4 bzw. in der Gruppierung dieser zwei Anhänge gibt es auch Ausnahmeregelungen, um Wölfe entnehmen oder managen zu können. Also das ist sogar auch enthalten. Die Richtlinie wird dann natürlich auch in nationales Gesetz umgewandelt. Dann haben wir in Deutschland das Bundesnaturschutzgesetz, in dem das implementiert ist. Und das wird dann jeweils auf die Bundesländer noch aufgeteilt durch verschiedene Verordnungen. Und als nächstes beschäftigen wir uns jetzt mit dem eigentlichen Thema, also dem Problem. Was ist das Problem, was in diesem Video besprochen wird? Und das ist letztlich das Verhältnis zwischen Nutztier und Wolf. Sprich, der Wolf tötet Nutztier. Das ist ein Problem häufig natürlich für den Schafshalter bzw. ja, wie noch immer das Tier gehört. Ich habe es ja hier alles sehr plakativ mit Ursula von der Leyen initiiert und ihrem ja, getöteten Pony. Und das ist natürlich, das kann man vielleicht empathisch nachvollziehen, durchaus jetzt für sie zum Beispiel oder für die anderen Familienangehörigen jetzt keine schöne Erfahrung. Ich habe sofort angefangen zu weinen, weil für mich war das halt so, ich habe eine ganz enge Bindung auch zu dem Tier gehabt. Also es war einfach ganz, ganz schrecklich, das in dem Moment so zu sehen. Also können wir feststellen, oder wir können natürlich uns auch überlegen, stimmt das Ganze überhaupt? Ist das überhaupt realistisch? Ist das alles nur Fake News? Greifen Wölfe gar keine Nutztiere an? Und so weiter. Da hilft uns natürlich ein Blick in die fantastische Welt der Statistik. Und wir stellen relativ schnell dann natürlich fest, ja, Wölfe greifen durchaus auch Nutztiere an. Das können wir an der Stelle schon mal feststellen. Der Schäfer filmt den Vorfall. Der Wolf hat zunächst Erfolg, packt sich eins der über 900 Schafe. Verletzt es schwer. Über eine Dreiviertelstunde dauert das Kräftemessen zwischen Mensch und Raubtier. Wir sehen jetzt zum Beispiel auch an den Zahlen, dass die Angriffe auf Nutztiere in den letzten 20 Jahren zugenommen hat. Das korrespondiert ja durchaus auch, könnte man sagen, korreliert, müsste man sich jetzt genau überlegen, auch mit der Zahl der ansteigenden Rudel, wobei wir sogar sagen können, in den letzten Jahren gab es da zum Beispiel einen Anstieg und so weiter, da gibt es auch gewisse Schwankungen. Denn was wir dadurch nicht feststellen können, und das zeigen auch Daten, dass in einem Gebiet, wo es sehr viele Wölfe gibt, zum Beispiel in der Lausitz, grundsätzlich Angriffe auf Nutztiere höher sein müssen als in anderen Gebieten. Denn, das muss euch auch immer bewusst sein, ein einzelner Wolf kann auch sehr viele Nutztiere töten. Zum Beispiel ein umherstreifender Wolf kann eine Schafsherde, die zum Beispiel gar nicht eingezäunt ist, angreifen, tötet ein Schaf, die anderen laufen weg, dann greift er nochmal an, tötet ein anderes Schaf, die anderen laufen weg und so weiter. Er macht das dann gar nicht mehr zum Nahrungserwerb, sondern dieser Instinkt wird natürlich getriggert, weil da ist einfache Beute. Pragmatischer Jäger hatten wir ja alles schon auch im letzten Video. Also das ist durchaus auch etwas, was da passiert.
Und ich möchte am Anfang natürlich auch nochmal klarstellen, Angriffe auf Nutztiere, die gibt es, aber das ist nicht die Hauptnahrung vom Wolf. Hier sehen wir die Statistik jetzt für gewisse Territorien in Deutschland von dem Beobachtungszeitraum wenigstens bis 2019. Und da können wir feststellen, okay, das sind jetzt 1,6% der Nahrung. Also das stellt für die Gesamtzahl an Wölfe im Durchschnitt nicht die Hauptnahrung an. Also sie können natürlich auch mit den hohen Wildbeständen überleben und sie sind nicht auf die Nutztiere angewiesen, um in Deutschland überleben zu können. Ja, und wenn wir uns dann die Komposition angucken, welche Nutztiere dann von Wölfen tatsächlich auch gerissen werden, beziehungsweise die, die auch gemeldet werden, das sind dann 85% Schafe und Ziegen, also da stimmt dieses Klischee auf jeden Fall. Und Pferde tauchen in dieser Statistik als einzelner Wert gar nicht auf, die kommen jetzt zu den 1,2. Und zählt natürlich auf, dass tatsächlich Rinder mit 7,4 durchaus auch einen recht großen Anteil hier einnehmen. Ob ich den Wolf gut finde oder nicht? Die Frage ist ein für sich überflüssig, weil er ist da. Die Diskussion hätte man vor 25 Jahren führen müssen. Er gehört zur Natur. Ich arbeite und lebe mit der Natur in meinem Job. Stehe für Artenvielfalt. Und da darf ich mich nicht hinstellen und sagen, der gehört weggeschossen. Dann mache ich mich meine Arbeit unglaubwürdig. Und woran liegt das dann, dass ein einzelner Wolf zum Beispiel so viel mehr Schafe tötet als in einem Gebiet, wo es bereits sehr viele Wölfe gibt? Das liegt grundsätzlich an einem Faktor, den wir auch nochmal natürlich mit reinrechnen müssen, und das ist der Herdenschutz. Der Herdenschutz teilt sich letztlich in zwei Bereiche auf. Das ist zum einen der Schutz durch einen Zaun, da gibt es auch gesetzliche Mindestanforderungen, das sind nur 90 cm. Das heißt, der Wolf kann da eigentlich schon rübergehen, aber es ist schon wenigstens schon ein gewisses Hindernis, über das er erstmal rüber müsste, macht dann eine unangenehme Erfahrung und lässt es. Auch hier opportunistischer Jäger, der Weg des geringsten Widerstandes. Das kann tatsächlich auch schon helfen. Dann gibt es auch noch Herdenschutzhunde, es gibt auch Esel und Lamas und so weiter. Das ist alles aber nicht so richtig erforscht und bekannt, wie gut das alles hilft. Das kann natürlich einen Effekt haben. Auch beim Herdenschutzhund ist das natürlich nicht immer ein hundertprozentiger Schutz, aber wir können uns vorstellen, ein Zaun, ein Elektrozaun oder ein Herdenschutzhund sind schon mal besser als gar nichts. Und das kann man auch anhand der Zahlen relativ gut sehen. Es ist halt das, wenn ein Hund kommt, oder jetzt in dem Fall ein Wolf auch kommen würde am Zaun, hat er keine Flucht, sondern durch die Neugier springt der Lahme zum Zaun, richtet sich auf und bäumt sich auf. Somit weiß der Wolf oder der Gegenüber nicht, was erwartet mich, wenn ich drüber steige. Habe ich eine Verletzungsgefahr, und das ist halt in der Natur. Wenn ich mich verletze, dann ist das für mich ein Todesurteil in der Natur. Ich hatte jetzt schon erwähnt, gesetzlicher Mindeststandard von 90 cm beim Elektrozaun, und das könnt ihr euch auch vorstellen, ist natürlich in verschiedenen Bundesländern auch unterschiedlich, aber grundsätzlich sind gewisse Gebiete ausgezeichnet als Wolfsgebiete, und in diesen Gebieten gibt es eine Entschädigung für getötete Nutztiere, und auch da können wir sehen, da sind die Zahlen natürlich korrespondierend mit den Angriffen auf Schafe natürlich auch gestiegen. Was man natürlich auch noch beachten muss, ist eine gewisse Dunkelziffer bei den Meldungen, da ich das ja auch schon erwähnt hatte mit der Mindestanforderung. Man bekommt nur eine Entschädigung in Deutschland für ein gerissenes Nutztier durch einen Wolf, wenn ein Rissbegutachter das eben auch bestätigt. Wenn man die Mindestanforderung, sprich ein Elektrozaun, gar nicht hatte, zum Beispiel in einem Gebiet, wo man bisher nicht davon ausgeht, dass es hier Wölfe gibt, dann kriegt man eh keine Entschädigung. Das heißt, es kommt überhaupt nicht zu einer Meldung. Der Wolf ist so gesehen das Opfer, weil wir ja seit 5.000 bis 7.000 Jahren Viehwirtschaft und Landwirtschaft haben. Und seitdem werden Rinder und Schafe gehütet. Und nur in diesen letzten 150 Jahren haben wir hier in Deutschland verlernt, dass wir unsere Tiere auch schützen müssen. Dabei haben wir das Geld und das Know-how, das alles zu machen. Und das ist, da haben die Halter selber Schuld, ganz klar. Und da kann man sich jetzt natürlich auch die Frage stellen, wo in Deutschland kann man überhaupt noch erwarten, dass es keine Wölfe gibt? Das ist eine sehr gute Frage. Eigentlich kann man es mittlerweile überall in Deutschland erwarten, dass ein einzelner umherstreifender Wolf auch mal auftaucht. Die Territorien werden ja relativ gut in den verschiedenen Bundesländern auch gemonitort. Also wenn es ein festes Territorium gibt, ist es natürlich auch deutlich besser eingrenzbar. Aber ein einzelner umherstreifender Wolf auf der Suche nach einem Territorium, der ist natürlich ein bisschen unpredictable in seinem Verhalten. Also das wird dann immer ein bisschen schwierig. Was wir allerdings zusätzlich auch noch sehen müssen, wenn zum Beispiel Wölfe
bereits Nutztiere in einer Region angegriffen haben, die zum Beispiel nicht geschützt waren und diese Tiere oder auch andere Tiere noch geschützt sind, haben die Wölfe bereits erlernt, okay, das ist eine einfache Beute. Das heißt, sie unternehmen deutlich mehr Anstrengung, um auch zu denen zu kommen. Das heißt, dieser gesetzliche Mindeststandard von 90 cm wird sicherlich nicht mehr ausreichen, wenn ein Wolf Schafe bereits als Nahrung erkannt hat. Und das führt wieder zu weiteren Problematiken. Und ich hatte es ja auch schon erwähnt, letztlich ist eine weitere Problematik auch, dass Schafshalter, die zum Beispiel nur sehr wenige Schafe haben, zum Beispiel Hobby-Schafshalter oder eben auch Problematiken zum Beispiel auf den Almen oder teilweise auch bei Deichen, wo Schutzmaßnahmen nur sehr schwierig auch umgesetzt werden können, dass dort nicht unbedingt die Entschädigung bzw. das Geld das Problem ist. Diese Schutzmaßnahmen werden übrigens auch von Deutschland oder teilweise der EU und teilweise, wo es dann alles nicht greift, auch von Vereinen stark gefördert. Aber die Förderung ist nicht immer das Problem, sondern auch der Aufwand, diese Schutzmaßnahmen wirklich auch zu betreiben und auch letztlich umzusetzen. Dass Wölfe nicht rein können, und er hat auch ganz klar gesagt, das ist mehr Arbeit. Er hat jetzt viel, viel mehr Arbeit und da muss man sich natürlich im Zusammenhang mit dem Herdenschutz auch Lösungen einfallen lassen. Wie kann diese Mehrarbeit entschädigt werden oder wie kann Hilfe geleistet werden? Denn die Schäfer sind ja mit ihrer Arbeit schon am Anschlag. Die Wölfe, die übergriffig werden, irgendwann entnehmen und dann schauen, dass man Wölfe heranzieht, die nicht den großen Schaden betreiben. Und entsprechend fordern, das klingt alles immer so sachlich, aber es ist eine sehr emotionale Debatte, aber fordern Schafshalter und auch andere Wölfe abzuschießen zum Schutz von ihren verschiedenen Nutztieren. Das bedeutet letztlich, das kann von dem Abschuss von einzelnen Wölfen, die das bereits gelernt haben am Anfang, geht über Rudel- bzw. regionale Abschüsse zu einer regulären Jagd bis einem Totalabschuss aller Wölfe in Deutschland. Da sind die Argumente sehr quer verteilt und wir kommen jetzt ein bisschen drauf, warum ist das eigentlich so? Wir gehen davon aus, dass eine Bejagung von Wölfen die Probleme, die man damit lösen will, nicht löst. Also wenn es zum Beispiel darum geht, dass es weniger Übergriffe auf Nutztiere geben soll durch eine Bejagung, das kann man damit nicht erreichen. Denn Wölfe töten Schafe oder andere Nutztiere, wenn sie halt schlecht geschützt sind. Unabhängig davon, wie viele Wölfe es vor Ort gibt. Ja, und jetzt hatten wir das Problem, wir hatten verschiedene Lösungen. Und jetzt ist die Frage, wie kommen wir zu den Lösungen? Das ist so ein bisschen Diskursforschung. Ich möchte da gar nicht so tief einsteigen. Auch da kann man ein ganzes Video machen. Aber wir müssen da verschiedene Blickwinkel betrachten. Und ich nagelt mich nicht darauf fest, das ist jetzt nicht der wissenschaftliche Best Practice Standardmethode, vor allem in der Soziologie, aber wir machen es jetzt mal relativ einfach. Ja, und dann können wir uns zum Beispiel als erstes angucken, wie ist eigentlich unser Naturverständnis oder auch unsere Naturethik in diesem Bereich. Das ist auch ein sehr, sehr komplexes Feld, aber da geht es letztlich um Grundsätze. Um Grundsätze sehen wir uns als Teil der Natur, sehen wir uns als über der Natur stehend an, als Manager und so weiter. Das ist bei Menschen sehr, sehr unterschiedlich und auf die ganze Gesellschaft auch sehr, sehr breit aufgestellt. Da kann man auch nicht immer sagen, okay, die Städter sind so, die Landbevölkerung ist so, die Landwirte sind so, auch die Landwirte haben natürlich intrinsische Motivation, warum sie Landwirte sind. Und ja, so kann das wirklich sehr, sehr unterschiedlich sein. Also wir als Jäger haben mit dem Abschuss dieses Wolfes überhaupt nichts zu tun. Wir möchten das auch nicht. Und dann müssen wir zum Beispiel auch Faktoren betrachten wie die Betroffenheit. Also wie betroffen sind wir eigentlich direkt von Wölfen, die Nutztiere reißen? Jetzt im Fall zum Beispiel wieder von Ursula von der Leyen, die war davor sicherlich so gut wie gar nicht betroffen davon und ist plötzlich betroffen davon, weil ein Tier von ihr gerissen wurde. Und klar bin ich natürlich als Städter in der Stadt weniger direkt davon betroffen, als jemand, der Schafe hält. Zusätzlich zur Betroffenheit müssen wir auch betrachten, was ist eigentlich der Wissensstand des Ganzen? Wie viel wissen wir wirklich über den Wolf und diese ganze Sachthematik an sich? Es gibt natürlich super, super viele Scheinargumente und tatsächlich dann Fake-Argumente in der Diskussion, die nichts mit den statistischen und faktischen Realitäten
zusammenhängen. Sowohl natürlich von der Seite, die sagt, ja, ich weiß gar nicht, ob es da was gibt, Wölfe töten gar keine Nutztiere oder Wölfe töten keine Nutztiere, die geschützt sind. Auch das stimmt nicht. Auch das passiert durchaus, wobei die Zahlen dann natürlich viel, viel geringer sind. Das hat einen Effekt. Aber man kann nicht sagen, Schutzmaßnahmen helfen zu 100%. Sie sind ziemlich wirksam, aber es gibt nie eine 100%ige Sicherheit. Und es gibt natürlich auch die andere Seite, die sagt, ja, ohne Nutztiere könnten Wölfe in der Form in Europa gar nicht existieren. Das ist natürlich auch ziemlicher Quatsch, vor allem in Mitteleuropa, wie wir anhand der Zahlen ja auch ganz gut sehen können. Aber dieser Wissensstand spielt in der Beurteilung natürlich auch eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und dann gibt es noch eine gewisse Handlungsbereitschaft, die auch noch damit zusammenhängt. Nur weil ich etwas weiß und nur weil ich betroffen bin, heißt es nicht unbedingt, dass ich dann auch wirklich handle in dieser Gesellschaft und eben auch einen Beitrag zu dieser Diskussion leiste. Auch das müssen wir natürlich immer im Blick haben, dass natürlich Entscheidungsträger, wie jetzt zufälligerweise Präsidenten oder Präsidentin der Europäischen Kommission sind, haben natürlich eine andere Handlungsbereitschaft und letztlich auch einen anderen Einflussfaktor als jetzt vielleicht der alle Wildtierökologe aus Wien. Ja, und da habt ihr jetzt ganz viel Voice-Over gehört, weil ich auch denke, dass da mein Gesicht nicht notwendig ist. Jetzt kommen wir wieder auf mich zurück. Also es geht auch natürlich immer um mich in diesem Video. Und da würde ich euch jetzt mal mich als Beispiel nehmen, wie man dann durch diese verschiedenen Kategorien durchgehen kann. Also, dann haben wir das erste letztlich das Naturverständnis oder die Naturethik oder Tierethik hinter dem Ganzen. Und da wäre für mich immer die erste Frage, und das könnt ihr euch ja auch selber stellen, hat ein Wolf als wildes Tier in diesem Land ein Existenzrecht? Und das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, weil sich dadurch natürlich schon mal erklärt, wo wir da diskussionsmäßig weitermachen können. Wenn wir nämlich sagen, nein, hat er nicht, dann ist die restliche Diskussion ziemlich irrelevant. Was jetzt im Moment geschieht, die Geschichte mit dem Wolf, ich denke einfach, der Wolf gehört nicht in unsere Landschaft. Also nicht in unserem Gebiet, nicht hier zu uns in den Hochschwarzwald. Weil, ja, da braucht man ja nicht mehr zu diskutieren. Dann ist er klar für einen selbst, dann schießen wir ihn halt ab. Er hat ja kein Existenzrecht. So, das wäre die erste Frage. Müsst ihr mal für euch selber auch überlegen, wie würdet ihr diese Frage beantworten? Für mich ist es ganz klar, das muss ich auch so klar sagen, aus meiner Sicht ist es ein Tier, was letztlich in diesen Gefilden, in diesem Ökosystem heimisch ist und wir haben als Menschen nicht das Recht, diesem Tier grundsätzlich das Existenzrecht abzusprechen. Das haben wir meiner Ansicht nach einfach nicht. Also, ja, da gibt es für mich leider auch wenig Möglichkeiten darüber zu diskutieren. Da kann ich natürlich die entsprechenden Beweggründe formulieren, warum ich zu diesem Entschluss komme. Habe ich jetzt ja auch gemacht. Es ist aber sehr, sehr grundsätzlich. Also das wäre das erste, die erste Etappe. Ja, und dann kommen wir jetzt zum Naturverständnis. Und da ist letztlich eben auch die Frage, wie bewerten wir Natur? Wie ist unser Verhältnis zur Natur? Bei mir ist es natürlich vor allem bedingt durch eine eher, ja, tatsächlich schon eher wissenschaftliche Perspektive in dem Sinne, dass ich vor allem auch Ökosysteme betrachte. Das ist ja wirklich dieser Begriff Wildtierökologie und so habe ich tatsächlich auch schon ganz lange gedacht. Also schon seit 10 Jahren finde ich diese diese Vernetzung in Ökosystemen total interessant und wichtig, weil ich die eben auch als Grundlage für unsere Existenz sehe. Wenn wir jetzt zum Beispiel über den Klimawandel oder die Klimakrise sprechen, da geht es ja letztlich um unsere Existenz. Also wenn Ökosysteme nicht mehr so funktionieren, dass sie für uns spezielle, ja, Dienstleistungen, sagt man ja auch teilweise, da gibt es auch so eine spezielle Funktion, erbringen, schadet das unserer Existenz. Der Planet, dem ist es ja an sich, der funktioniert auch so und der kann sich uns und andere Tiere abschütteln, wie wir einen kleinen Schnupfen. Dem ist es letztlich völlig egal, ob wir aussterben oder 1 Million Tierarten und Pflanzenarten. Das regeneriert sich im System an sich dann über mehrere Millionen Jahre wieder. Das ist irrelevant für den Planeten, völlig egal. Aber für uns ist das eben wichtig und deswegen ist jeder Funken, der dieses System für uns besser funktionabel macht, ein guter. Und das ist tatsächlich mein Naturverständnis und da blicke ich in der Perspektive drauf. Und ich muss auch sagen, ich bin ein relativ pragmatisch denkender Mensch. Deswegen sehe ich es schon durchaus als Notwendigkeit an,
wenn wir in die Natur eingreifen und für eine akute Verschlechterung sorgen, dass wir das Ganze, ja, dann, es ist nicht perfekt, aber eben auch durch Handeln von uns, durch letztlich Maßnahmen, die wir ergreifen, auch wieder einfügen können. Und diese Maßnahmen sind da sehr, sehr breit. Das kann eben auch sein, Tiere wieder auszuwildern. Das ist zum Beispiel eine Maßnahme, um dieses System wieder zu stabilisieren. Es gibt eben auch die Maßnahme, Lebensräume zu verbessern, aufzuwerten für spezielle Tierarten. Kann dann aber auch andere Tierarten wieder benachteiligen, ne? Nicht außer Acht lassen und so weiter und so weiter. Unser Ziel ist es natürlich, diese Ökosysteme vollständig zu machen. Wenn man die kulturelle Darstellung des Wolfes nimmt, in Märchen, in Werwolf-Geschichten oder in Redewendungen, da fällt auf, dass der Wolf eben meistens schlecht wegkommt. Und da wollten wir natürlich einen Pol auch dagegen setzen und zu sagen, es gibt auch durchaus Gründe, sich über einen Wolf zu freuen. Und jetzt kommen wir zur Betroffenheit. Die Betroffenheit bei mir ist letztlich eher auch wieder in dieses Naturverständnis Ökosystemrichtung gedacht, weil ich bin kein Schafshalter. Ich bin von Wölfen nur insofern betroffen, dass ich mich mit dem beschäftige und sie studiere und daraus Schlüsse ziehe. Das ist tatsächlich nur meine Betroffenheit. Ich lebe nicht auf dem Land. Wenn ich zu Wölfen komme und Wölfen begegnen möchte, dann passiert das durchaus im Sinne meiner Arbeit. Wenn ich zum Beispiel Gutachten schreibe und in Brandenburg oder so unterwegs bin, dann bin ich im Wolfsgebiet und bin letztlich davon betroffen. Aber dann verweist zu meinem Video, sind Wölfe gefährlicher als andere Wildtiere? Meiner Ansicht und meines Kenntnisstandes nicht. Deswegen ist da meine persönliche Betroffenheit, dadurch, dass ich in keinster Weise eingeschränkt werde, sehr gering. Das muss man auch zur Kenntnis nehmen an der Stelle. Und wenn sie da ist, ist sie dann eher über das verbesserte Ökosystem da. Also quasi auf einer gewissen Metaebene sind wir alle natürlich davon betroffen, aber das geht erst über drei und vier Ecken. Ich verliere kein Schaf oder keine Ziege und kein Pony an den Wolf. Also bei mir ist diese Betroffenheit im negativen Sinne nicht gegeben. Ja, wenn man einen Wolf anspricht, ist ja bei vielen sehr negativ. Viele sagen, ja, der Wolf muss sein, das muss sein, aber gerade die bei den Opfern ist, wo es passiert ist, die sind halt sehr schlecht gelaunt, wenn man das anspricht mit dem Thema. Ja, und jetzt kommen wir zum Kenntnisstand und zum Kenntnis- und Wissensstand. Das ist tatsächlich schon etwas, mit dem ich mich ja auch beruflich auseinandersetze. Also würde ich schon sagen, dadurch, dass ich auch sehr viel in dem Bereich lese und mich auch mit Betroffenen tatsächlich auch wissenschaftlich schon auseinandergesetzt habe, ist mein Kenntnisstand über die Gesamtthematik schon relativ groß und relativ tiefgehend und aus unterschiedlichen Perspektiven eben auch betrachtet, da ich mich nicht nur mit den biologischen oder ökologischen Zusammenhängen beschäftige, sondern eben auch sehr viel mit den gesellschaftlichen, die ich auch sehr spannend finde. Ich habe ja auch schon in der Umweltbildung gearbeitet und so weiter, aber Wissensstand und Betroffenheit, ich habe es ja schon erwähnt, da bekommt man schon eine gewisse Einfärbung und natürlich auch mit dieser ethischen Variante von davor. Und jetzt kommen wir zu dem Konflikt an sich und zu diesem Sachbereich, was sich eben auch aus diesen verschiedenen Eindrücken eben speist. Und da kann ich sagen, und ich hatte es ja schon zuvor beschrieben, ist es ja tatsächlich so, dass da ein faktisches Problem für Menschen besteht. Das ist da. Das lässt sich nicht wegdiskutieren. Es gibt ja auch viele Menschen, auch in dieser in dem Bereich, die sich mit Wölfen auseinandersetzen, die sagen, das Problem existiert gar nicht. Das ist gar nicht so schlimm, wenn da Schafe und Ziegen oder Ponys getötet werden. Da kann ich nur sagen, für die Menschen, die das betrifft, ist das wirklich schlimm. Das ist wirklich kein schönes Erlebnis, wenn man auf die Wiese kommt und man sieht, wie die Tiere, die man dort eben auch gehegt hat, tot sind. Das ist natürlich auch ein wirtschaftliches Problem. Es ist auch ein wirtschaftliches Problem, wenn man diese Herdenschutzmaßnahmen und so weiter betreibt. Das ist nicht nur finanziell teilweise eine Schwierigkeit, sondern eben auch vom Zeitaufwand. Wenn man nur wenige Tiere hat, dann kann man sich das entsprechend nicht mehr leisten. Hatte ich ja auch alles schon durchgesprochen. Und dieses Problem erkenne ich an und sehe eben, dass es besteht. Wenn hier nichts passiert, entscheidet hier draußen der Wolf die nächste Landtagswahl mit. Und er entscheidet sie dann mit Sicherheit nicht für Sie. Ja, und jetzt kommen wir zum Konflikt an sich. Wie lösen wir den letztlich? Ich hatte es ja vorher schon umrissen, was es dann für faktische Ansätze gibt. Aber wir müssen uns ja auch überlegen, wie könnte man den Konflikt völlig ausschalten? Da kommt man wieder auf diese Ethik-Variante.
Und ich kann schon mal sagen, ich bin kein Veganer. Also ich spreche jetzt nicht nur für mich, aber wenn man jetzt Veganer ist und man sagt, man verzichtet auf sämtliche Tierprodukte und man hat entsprechende Gründe, warum man Tierhaltung generell ablehnt, dann hat man den Konflikt tatsächlich gelöst. Das muss man schon so sagen. Also jetzt werden viele Leute sagen, ja, aber bla bla bla, das geht gesellschaftlich alles nicht, das hat keinen gesellschaftlichen Konsens, das ist korrekt. Aber faktisch gesehen muss man natürlich wirklich sagen, wenn wir alle Veganer werden und sagen, wir verzichten auf diese Tierhaltung, ist der Konflikt nicht mehr da. So, Punkt. Das muss man anerkennen. Und das ist tatsächlich auch da kommen ja auch einige Leute, kommen aus dieser Argumentationslinie. Und die kommen halt daher, dass sie das intrinsisch aus eben speziellen Beweggründen so sehen. So, und wenn man das so sieht, dann wäre der Konflikt nicht da. Und wahrscheinlich wäre die Welt auch eine bessere. Ich bin selber kein Veganer. Sieht auch nicht kurz mittelfristig so aus, als wäre das bei mir dann demnächst der Fall. Und ich glaube auch gesamtgesellschaftlich nicht. Deswegen können wir das jetzt als erstes Szenario erst einmal zur Kenntnis nehmen. Aber es ist nicht das Faktische oder es ist nicht die Realität, die gerade da ist bei uns in Deutschland. Also, gehen wir einen Schritt weiter. Es ist natürlich die traurige Ironie heute, dass wenn der Wolf am Ende die Weidetiere nicht tötet, der Mensch tut es ganz sicher. Und deswegen ist der beste Tierschutz natürlich gar nicht zu töten. Vielen Dank. Ja, und dann kommen wir jetzt auf die nächste Ebene. Was ist die faktische Realität? Die faktische Realität ist, dass diese Problematik besteht. Und diese Problematik müssen wir jetzt irgendwie lösen. Und da kommen wir jetzt zu einem Begriff oder einem Ausspruch, der mir überhaupt nicht gefällt und auch ganz vielen Leuten überhaupt nicht gefallen wird. Aber es ist nun mal ein Teil dieser Realität. Und da müssen wir uns die Frage stellen, was ist uns der Wolf wert? Ja, furchtbar finde ich das tatsächlich, weil ich das nicht so sehe. Es gibt dieses System mit Ökosystemdienstleistung, wo man die Dienstleistung von Tieren, ein ganz bekanntes Beispiel, auch Bienen, einen gewissen Wert setzt, weil unsere kapitalistische Gesellschaft das irgendwie braucht. Ich finde es sehr uncool, aber letztlich kommt es in einer gewissen Weise schon darauf hinaus. Ich habe euch die Zahlen genannt, also letztlich ist die Frage, wie viel Millionen Euro wollen wir darin investieren, den Wolf so zu haben oder in einer, sagen wir mal, nicht eingegriffenen Form. Wir greifen natürlich immer auch in der Wolfspopulation ein, ob wir ihn jetzt normal jagen würden, ob wir einzelne Tiere entnehmen, ob wir durch den Straßenverkehr Tiere töten, das ist jetzt immer irrelevant. Aber ja, was wollen wir eigentlich? Und das ist eine gesellschaftliche Frage. Die muss ausdiskutiert werden, wie wir das gesellschaftlich haben wollen. Und dann kann man von alle Extremmeinungen haben und so weiter. Für mich ist diese Frage recht klar beantwortet. Ich habe euch schon gesagt, worin ich den Wert auch von Wölfen sehe oder warum ich glaube, dass dieses Tier auch ein Existenzrecht einfach hat, dass wir es dem gar nicht absprechen können. Und deswegen komme ich für mich zur Schlussfolgerung, dass der Wert, den wir dafür zahlen müssen, ziemlich hoch sein muss. Also ich wäre bereit, ziemlich viel gesellschaftlich auch an Einschränkungen in Kauf zu nehmen, obwohl ich ja, habe ich auch schon gesagt, viel davon ja auch gar nicht von diesen negativen Beeinträchtigungen persönlich habe, ne? Dann ist es auch immer leicht gesagt. Aber finanziell hätte ich sie dann. Okay, also dass wir mehr Steuern dafür bereitstellen, dass wir diese wilde Tiere haben. Das ist zum Beispiel auch darin begründet, also es ist in ganz vielen Dingen begründet, man kann dann natürlich auch mit dieser, mit der Heuchlerei kommen, dass wir Deutsche ja sagen, ja, die armen Elefanten und Löwen in Afrika, die werden dann kommerziell irgendwie gejagt, bla bla bla. Aber die eigene Wildnis wollen wir vor der Haustür nicht haben. Das finde ich auch immer sehr, sehr kritisch. Und dann sagt man, ja, hier in Süddeutschland, da können wir sie ja nicht haben, hier ist so viel Industrie und so weiter. Ja, relativ niedrige Bevölkerungsdichte, aber egal. Also wir müssen zur Kenntnis nehmen, oder ne, in Ostdeutschland, da kann man sie haben, in Ostdeutschland werden die Leute sagen, ja, hier können wir es auch nicht haben und so weiter. Es geht immer weiter. Man kann feststellen, der Wolf, habe ich in anderen Videos ja auch schon beschrieben, der braucht gar nichts. Das ist ein absolut opportunistisches Tier. Der kann bei uns leben. Punkt. Das geht. Aber wir müssen die faktischen Probleme in irgendeiner Weise gesellschaftlich lösen. Also man sagt ja auch immer, Wildtiermanagement ist eher People Management. Ist so ein bekannter Ausspruch, der in meinem Studium auch recht häufig
zur Sprache kommt. Und das ist auch hier auf jeden Fall der Fall. Jetzt einfach die Wölfe abschießen zu wollen, ist der falsche Weg. Und selbst wenn jeder Wolf getötet werden wird, liebe Schäferinnen und Schäfer, wird ihre Existenz trotzdem nicht besser, weil sie eben die Weidetierhaltung nicht gut finanziert bekommen, weil sie nicht genügend Geld verdienen können. Ohne eine Weidetierprämie werden sie nicht überleben können, ob mit Wolf oder ohne Wolf. Und deswegen fordern wir eine Weidetierprämie. Und ich halte es, und das abschließend, für einen blanken Zynismus. Die Bauern fragen mich nicht nach Geld oder irgendwelche entsprechenden Zahlungen dafür. Sie wollen in Ruhe sicher für ihre Tiere sorgen und nicht zusehen, wie sie verenden müssen. Das ist purer Zynismus, was Sie hier sagen, dass die da zuschauen müssen. Ja, und wenn ich sage, wir müssen diesen Preis dann irgendwie als Gesellschaft, oder ich bin persönlich bereit, diesen Preis in Kauf zu nehmen, oder ich würde dafür appellieren und es eben zu dieser gesellschaftlichen Diskussion kommt, können wir uns dann ja die Frage stellen, wie gehen wir dann mit dem Wolf um? Es gibt da natürlich die Möglichkeit, dass wir einfach gar nichts machen. Wie gesagt, das ist faktisch schon nicht der Fall. Und es gibt ja auch Szenarien, wo wir uns dann wirklich überlegen, wo wir, glaube ich, alle zustimmen würden, okay, dann müsste man das machen. Szenario 1, der Wolf hat Tollwut, was bei uns so gut wie nicht vorkommt. Oder auch andere gefährliche Krankheiten, gehen wir jetzt mal einfach davon aus. Dann können wir ja mal da durchgehen. Und da würde ich sagen, würde wahrscheinlich fast jeder sagen, okay, da müsste man was tun, da müsste man den Wolf in irgendeiner Weise entnehmen, also vielleicht betäuben und dann einschläfern oder abschießen oder, ne, bist dir selbst. So, warum würden die meisten das sagen? Tierschutzsicht, der Sicht, der Wolf leidet selbst und er muss erlöst werden, er kann auch andere Tiere anstecken. Das passt auch zur ökologischen Sicht. Das bedeutet, eine Krankheit breitet sich unkontrolliert aus und schädigt auch noch andere Tiere in der Population. Da müsste man irgendwie was machen. Und natürlich auch aus einer gesellschaftlichen Sicht, da entsteht ein tatsächliches Gefährdungspotenzial. Tollwütige Wölfe haben ein hohes Potenzial, Menschen anzugreifen, zu verletzen und zu töten. Da müssten wir was tun. Und wahrscheinlich auch noch aus einer gewissen anderen Naturschutz-Artenschutzsicht. Wir können das nicht zulassen, weil sonst eine Stimmung in der Gesellschaft entsteht, um noch rigoroser gegen Wölfe vorzugehen. Ja, und dann kommt die nächste Frage. Und da können schon wieder nicht so viele Leute mitgehen, das ist ganz klar. Entnehmen wir einzelne Wölfe aus anderen Gründen, zum Beispiel aus dem Grund Habituierung. Wölfe werden an Menschen gewöhnt, indem sie zugefüttert werden von Waldspaziergängern, von Soldaten auf dem Turmübungsplatz, ist ja alles schon passiert. Sollen wir den Wolf da entnehmen? Da würden schon viele Leute sagen, nee, finde ich, ist kein ausreichender Grund, den Wolf dort zu entnehmen. Vor allem, es ist ja präventiv. Es ist ja noch nichts faktisch passiert, wo es gefährlich sein könnte. Und das ist schon mal gesellschaftlich deutlich kontroverser, deutlich schwieriger. Aus meiner Perspektive, ich habe ja beschrieben, woher ich da komme, dass ich da relativ pragmatisch bin und sagen würde, Einzelfall ganz, ganz genau angucken, ganz genau untersuchen, gesellschaftlich darüber diskutieren. Es werden nicht alle Leute glücklich sein. Ich sehe es aber so, in einigen Fällen ist das eine Variante, die man umsetzen muss. Leider. Weil der Wolf ist nicht schuld, der Mensch ist wieder schuld. Es gibt keinen Gewinner am Ende, alle sind nur Verlierer. Der Wolf ist tot, alle finden es scheiße, nicht cool, aber es ändert nichts an der Realität, dass ein Gefährdungspotenzial da ist, was recht hoch ist und ja, es dann in einigen Fällen nicht anders geht. Der Wolf war vor fast 150 Jahren in Deutschland ausgerottet. Heute wächst die Population wieder und das ist eine gute Nachricht angesichts der Tatsache, dass fast 7000 Tierarten hierzulande vom Aussterben bedroht ist. Ja, und jetzt kommen wir zum letzten Punkt und da kann ich sagen, ja, das ist der kontroverseste Bereich. Das ist eben, kann man Wölfe abschießen bei der Problematik Weidetiere? Und da würde ich halt sagen, würde ich persönlich dafür appellieren und das mache ich eben auch, die Latte wirklich hoch anzusetzen. Also, ich würde nicht sagen, dass es in einigen Einzelfällen nicht möglich sein sollte, diese Tiere auch zu entnehmen. Die Möglichkeit, finde ich, kann man in den Raum stellen und kann man darüber eben diskutieren. Aber wie gesagt, dafür braucht man wirklich einen ganz, ganz guten Grund und da muss eine so problematische Lage entstehen, dass das wirklich notwendig ist. Für mich ist das in vielen Fällen nicht gegeben. Und ich finde, man müsste alles daran setzen, die präventiven Maßnahmen so weit aufzubauen,
dass das in den allermeisten Fällen keine Lösung dieses Konfliktes ist, Wölfe aus diesen Gründen zu entnehmen. Da können wir auch mal generell über Jagd sprechen, auch Prädatorenjagd. Was sind die Gründe dafür? Warum jagt man jetzt Füchse und so weiter? Was ist der eigentliche Grund? Und das kann man dann ja auch mal gesellschaftlich ein bisschen diskutieren. Warum macht man das eigentlich? Und hier auch bei Wölfen würde ich sagen, auch wieder ein schwieriges Thema angerissen, ganz hohe Latte setzen, um ein Tier, was wir ausgerottet haben, nicht wieder ausrotten zu lassen. Ich hatte ja auch über den günstigen Erhaltungszustand gesprochen. Und da wirklich mit einer gewissen Ehrfurcht und Respekt ranzugehen, die ich diesem Tier eben entgegensetze. Ich habe schon gesagt, warum. Und ich finde, ein Tier jetzt einfach nur aus einem gewissen Verdacht heraus abzuschießen oder wenn man noch andere Lösungsansätze hat, ist immer problematisch. Aber gesellschaftlicher Diskurs müssen wir drüber reden, weil das Problem eben existiert. Und da muss man auch die Betroffenen zu Wort kommen lassen, um mit denen in den Austausch gehen. Und da gibt es ja verschiedene Programme, wo das auch gemacht wird. Aber man muss sie eben auch ernst nehmen. Ne? Man kann nicht einfach sagen, nö, das Problem existiert nicht, jetzt komm mal da zurecht, mach mal deine Arbeit richtig. Nee, nee, das würde ich so nicht sagen. Aber ja, da muss man sich wirklich entgegenkommen. Und das ist ja das Problem. Ne? Das kann dann eben auch hitzig werden. Ich finde, das ist auch in einigen Fällen auf jeden Fall erlaubt. Aber man muss dann auch zu einer gemeinsamen Basis irgendwie kommen. Aber klar, wenn man halt sagt, man spricht dem Wolf generell schon mal die Existenzberechtigung ab, dann wird es schwierig, darüber zu diskutieren. Und wenn der andere sagt, ich bin jetzt Veganer und ich möchte die Landwirtschaft abschaffen, dann wird es auch schwierig, mit dem anderen zu diskutieren. Ne? Das ist tatsächlich die gesellschaftliche Problematik in diesem Bereich. Und in diesem Fall gibt es dann eben auch Lösungen, die nicht immer alle zufriedenstellen werden. Damit müssen wir als Gesellschaft ja auch leben. Das ist letztlich ein Teil der Demokratie, wenn man sich in einem gesellschaftlichen Diskurs für einen Kompromiss einigt, ist es ja immer etwas, ne, guter Kompromiss, wo nicht alle mit zufrieden sind. Das ist leider so. Ja, und das war's schon. Also, wie gesagt, das war jetzt meine Haltung zu diesen verschiedenen Themenbereichen. Was denkt ihr? Komm, schreibt es in die Kommentare. Das wird einigen Zündstoff geben. Ihr habt es ja gemerkt, vor allem beim letzten Punkt, bin ich zu keiner endgültigen Haltung gekommen, weil ich die auch nicht habe. Weil ich denke, dass es da wirklich auf den Einzelfall ankommt und dass das nichts ist, dass man auf die leichte Schulter nehmen sollte. Und deswegen sollten wir als Gesellschaft darüber diskutieren. Das kann auch gerne ein bisschen kontroverser werden. Da kommen dann verschiedene Leute zusammen aus verschiedenen Betroffenheiten, mit verschiedenen Kenntnisständen und die müssen zusammengebracht werden. Vor allem die wirklich direkt Betroffenen müssen einen Sprachrohr auch haben, was eben nicht so populistisch ist, aber müssen ihre Bedenken auch äußern können. Und ja, lasst uns daran teilhaben, lasst uns darüber diskutieren und bis zum nächsten Mal. Damit etwas Entspannterem. Tiere der Arktis, habe ich mir mal vorgenommen. Also vielen Dank und bis dann.